Ich habe hier ein ganz neues Projekt. Die Lautstärke ist ganz schön laut. Ich denke mal, das ist einfach nur im Menü. Ich mach's mal auf die Hälfte. This War of Mind. Oder Mine. Ja, ist ja, keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Ich hab's beim Kumpel gesehen. Darf ich Kumpel sagen, Andi? Und ich fand es einfach nur toll. Und ich habe mich einfach mal dazu entschlossen, heute mal einen entspannten zu machen. Und es mal auszuprobieren. Wirklich einfach mal auszuprobieren, um mal zu gucken, was da geht. Ja, ich bin selber gespannt. Ich habe null Ahnung. Und heißt das jetzt... Was heißt denn weiter? Neu? Oder lädt man mir jetzt hier das, was ich gemacht habe? Nein, Tag 1, okay. Ich hoffe ganz einfach, dass hier einiges auch noch erklärt wird. Vor. Als der Bürgerkrieg ausbrach, dachten viele Leute, dass er nur ein paar Wochen andauern würde. Es dauerte Jahre, bis das Militär die Regierung endlich die Rebellen in der Hauptstadt einkesselt hatte und all ihre Versorgungswege abschnitt. Die Zivilbevölkerung, die in der Stadt gefangen war, leidet unter Hungersnot, Erkrankungen und Bombardierungen. Katja traf sowohl Pavel als auch Bruno, noch vor dem Krieg. Sie ist eine Reporterin gewesen, während Bruno sich seine eigene Kochshow im Fernsehen hatte. Pavel ist der Star der lokalen Fußballmannschaft gewesen und sie hatten ihn einmal interviewt. Nun hatten sie sich unter vollkommen anderen Umständen auf der Suche nach Lebensmitteln und Unterschlupf. Ach, nun trafen sie sich oder was? Ja, ja, treffen sie sich. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. So, vorweg muss ich natürlich im Moment immer noch ein bisschen schmuhen hier. Weil. Doch, ich habe 5 Zuschauer. Hallo erstmal. Schreibt mir mal bitte, ob das von der Kommunikation her, also Reden und Sound im Spiel, ob das okay ist, wenn es möglich ist. Schreibt es mal rein. Ansonsten muss ich selber erstmal ganz kurz gucken hier bei mir. Ich habe immer nebenbei den Stöpsel im Ohr. Ich würde es sonst auf meinem Handy kontrollieren, aber wenn ihr jetzt sowieso schon da seid, also ich habe damit gar nicht gerechnet, das finde ich schon mal toll. Schreibt mir bitte rein, ob die Kommunikation, ob das hinhaut mit meinem Sound, Quatschen und im Hintergrund die Geräusche vom Spiel. Kurzes Feedback. Ich warte die 20 Sekunden auch. Er ist ja so ein bisschen... Verzögerung. Alles gut? Das ist schön. Hallo Steffi. Ja, wie gesagt, ein ganz neues Spiel. Ich habe keine Ahnung davon, worum es geht. Es ist so ein Überlebenskampf. Du hast hier 3 Leute, eine Gruppe, glaube ich, zu wissen. Und, ja, du lebst halt, ne? Du musst ums Überleben kämpfen, so wie ich schon gesagt habe. So, und jetzt quatsche ich mir jetzt nicht in Grund und Boden hier wieder mal. So, wir haben hier Bruno. Bruno war der Koch. So, jetzt gibt es hier eine Menge Symbole. Okay. Kräuter. Verschiedene Kräuter dienen in der Herstellung von Kräutermedizin und Drehtabak, Zigaretten. Ich bin nicht Raucher, interessiert mich nicht. Natürlich nehmen wir die. Wir nehmen erstmal alles. Sorry. So.
Ach, die läuft doch. Doppelklick ist laufen, okay. So, dann haben wir hier unseren Fußballer, das heißt schneller Läufer. Ich habe gehört, man muss im Endeffekt auch irgendwo in Nachbarschaften untersuchen, Gebäude untersuchen, um Lebensmittel ringen. Ich habe gehört, witterungstechnisch geht es auch Winter, Sommer. Wie gesagt, muss erstmal alles kennenlernen. Komm, wir nehmen erstmal alles. Warum? Er wird uns schon irgendwann anmeckern von wegen, ist nicht mehr, geht nicht mehr. Das ist auch noch... Ah, das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber gut, wenn du da reingehst und das untersuchst, schauen wir einfach mal. Ich weiß, dass der Rekord bei 31 Tagen liegt, lieber Andi. Ich kann es nicht versprechen, dass ich es heute schaffe, weil ich ja eh erstmal nur das Spiel kennenlernen möchte. Muss vor allen Dingen auch. Aber vielleicht kriegen wir es ja hin. So, Pavel, dann gehen wir mal hier oben hin. Was heißt das automatisch? Was heißt das Symbol? Ich muss es von einer anderen Seite versuchen, ja. Ach, das heißt Tür. Mir geht's nicht so gut. Ich glaube, ich habe Schüttelfrost. Schüttelfrost heißt, ihm ist kalt. Er bräuchte Wärme. Was ist denn das hier? Du sitzt mir da nicht in der Gegend umher. Ich versuche jetzt mal die Symbole einfach irgendwie... sie lässt sich nicht öffnen, okay. Kennenzulernen. So, dann geh doch mal hier weiter. Kommst du jetzt hier auch irgendwie... Kommst du hier hin? Nee, du kommst doch da nicht durch. Du wirst jetzt genauso davor stehen wie sie. Okay. Dann schauen wir hier einfach mal. Verbesserung, was soll hergestellt werden? Ach, das ist so eine Art Wertbank, ja? Okay. Ermöglicht die Herstellung hochwertiger Gegenstände und Gerät, mit denen wir zu mehr Lebensmittel oder Medikamenten in Handelswagen kommen. Wir können sie weiter aufwerten oder Verbesserungen vornehmen. Da haben wir, glaube ich, genug davon. Gut. Werkbank. Was bist du? Werkbank. Was soll hergestellt werden? Okay. Haben wir Betten? Betten sind immer gut zum Schlafen. Die werden ja wohl nicht... Warte mal, gucke ich gleich mal. Da bin ich jetzt mal... 6, 8, 9. Oh, da fehlt noch ein bisschen was. Okay. So, hier ist noch was zum Untersuchen. Da ist noch was zum Untersuchen. Da ist noch was zum Untersuchen. Also das scheint unser Unterschlupf zu sein. Alles nehmen. Sportler ist schnell. Schnell heißt weglaufen. Hier oben ist noch was. Tag 1. PM, also 17 Uhr. Wir haben 22 Grad, von daher alles IO. Jetzt kommt er hier nicht rein. Das heißt, verschlossene Tür müsste man rein theoretisch aufbrechen. Ja, hast du kein Werkzeug? Wow, 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 wow. Kann man... Nee, kann man nicht. Unsere Sachen. Ja, Betten. Das ist mir schon klar, das habe ich schon verstanden. Du bist am nächsten zu der Werkbank, also beweg dich mal dahin. Warte mal. Was ist hier? Ach so, okay, war nichts weiter. Hier draußen kann man noch was untersuchen. Fehlt immer noch was. Was ist das? Bestandteil. Holz. Bestandteil. Kommt er hier draußen hin? Schafft er das?
Oder sagt er jetzt auch gleich wieder, nee, ist es nicht. Die Trümmer versperren den Durchgang. Ich werde eine Welle brauchen, um die Trümmer zu durchsuchen. Ja, dann komm. Dann mach mal. Gute Idee. Was könntest du mit dem hier... Okay, kommst du nicht rein. Du kommst hier auch nicht rein. Du kannst das aber durchsuchen. Schaffst du das? Jawohl. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen die Nacht. Ach Gott, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Bruno. Plündern. Unser Koch plündert. Pavel schläft. Ne. Ich würde eher sagen so. Und Katja wird Wache stehen. Okay, das ist natürlich ein kleiner Bonus, den habe ich natürlich beim Zugucken so ein bisschen herausgefunden. Du weißt denen jetzt praktisch in der Nacht Aufgaben zu. Ja, es gibt immer drei Aufgaben, einer muss aufpassen, einer geht plündern, um halt Lebensmittel und so weiter und so fort irgendwo zu beschaffen. Hier haben wir eine kleine Karte. Ich glaube, dass wir das hier sind und das ist das, was wir dann irgendwie auch über die Nacht erreichen können. Und das wird alles viel größer. Also ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, für mich komplett neu. Ja, und Wache stehen heißt natürlich, wir können genauso geplündert werden, wie wir plündern gehen. Schauen wir mal. So. Muss ich jetzt hier irgendwas... Eine große Menge Lebensmittel. Ja, komm. Was ist das? Rucksack. Ne, wir nehmen nichts mit. Nö. Wir nehmen erstmal nichts mit. Warum? Nö. So, Pavel. Ah, okay. Wir sind jetzt bei Pavel, den wir ja auf Plünderschaft geschickt haben. Brennt hier. Da steht jemand. Was ist das? Waffenteile. Wir nehmen erstmal alles. Ich würde ganz gerne runtergehen. Wir haben da oben schon jemand stehen sehen. Gar nicht gut. Material. Kann ich das auch irgendwie... Ne, kann ich nicht. Ich würde ganz gerne sehen, was das ist. Ach, ein elektrisches Teil, alles klar. So, ich glaube, dass wir hier nicht weiterkommen. Das ist ein Gitter. Mit dem Sägeblatt könnte ich jedoch durchsägen. Ich habe noch keinen. Wenn man natürlich in fremdes Eigentum eindringt, selbst in dieser Zeit dort, ja, Kriegszeit, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir ein willkommener Gast sind. Wenn wir entdeckt werden, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Nein! Ich bring dich um? Nee, 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 du bringst mich nicht um. Boah! Die hat uns entdeckt und sofort auf uns geballert, da seht ihr mal. Ich würde es ja auch nicht für gut heißen, ne? Ich wohne hier und dann kommt da irgendjemand. Und ich hoffe ganz einfach, dass ihm jetzt nichts passiert ist. Also ich muss jetzt mal gucken, wie es Pavel geht. Heute Nacht habe ich sehr gute Beute gemacht. Seht mal, was ich bekommen habe. Mhm.
Man hätte ja auch mal so irgendwie zeigen können, was es ist. So, wie geht's dir? Ich würde mal gerne sehen oder wissen wollen, wie es ihm geht. Leicht krank steht da, okay. Leicht krank. Ja, er setzt sich schon mal wieder gleich hin. Okay, rauszoomen kann man auch. Ist auch nicht schlecht. Ich würde ganz gern ein Bett bauen, aber das Bett irgendwie, das wird noch ein bisschen dauern. Bett oder Ofen? Ein Heizgerät ermöglicht es uns, den Unterschlupf zu heizen, damit wir nicht krank werden. Wir können dafür Brennstoff herstellen, indem wir Holz, Bücher und verschiedene... Wo wollen wir das Ding aufstellen? Ich würde das Ding fast kackfrech hier irgendwie in die Küche stellen, mittig rein. So, baut sie das jetzt? Mein Magen knurrt, ja. Magen heißt Kühlschrank. Bruno. Ich glaube nicht, dass hier momentan irgendwas ist, was wir... Was ist das denn hier? Wir haben keinen Brennstoff, vielleicht sollten wir etwas Holz hacken. Etwas Holz hacken, also. So, komm, wir waren ja hier noch beschäftigt. Ja, wir beschäftigen sie erstmal, damit wir A hier durchkommen, B vielleicht finden sie noch irgendetwas, ich bin gespannt. Gut, so wirklich im Bild sitze ich auch nicht, das ist auch gut. Ja, ich habe lange überlegt, ob ich das Spiel jetzt spiele oder ob ich heute einfach mit Mass Effect 3 weitermache, ne? Aber mir liegt es irgendwo ein bisschen nach, gechillt, einfach mal zu daddeln. So, hier sind wir oben fertig.